Ideen muss man haben, vor allem solche, die sich mit einfachen Mitteln umsetzen lassen. Mit dem Fahrrad sind zurzeit Bianca Schumann und Michael Moll auf Tour durch ganz Deutschland für einen guten Zweck. Auf Fahnen der Seenotkreuzer verewigen sich Prominente und der Erlös aus der Versteigerung der Stoffteile mit dem Hansekreuz geht dann an die Seenotretter. Start war in Euskirchen im Ruhrgebiet und die Tour führt über 3000 Kilometer bis nach Bremen. Nun ist das Gespann auf seiner Benefizfahrt auch durch Amberg gekommen. Es war nur eine Etappe von vielen bei dieser Deutschlandrundfahrt. Und die führte eben von Regensburg in die fränkische Schweiz über Amberg. Und die Stadt an der Vils hat ja auch einige Sehenswürdige zu bieten. Dafür war aber nicht allzu viel Zeit. Der Rahmen für die 3000 Kilometer Tour ist vorgegeben. Ein gewisser Termindruck sitzt einem da immer im Nacken. Da müssen die Pedaltreter dann immer tapfer im Sattel sitzen. Dabei sind sie im Ruhrgebiet an den Start gegangen, ohne Trainingsvorbereitung. Der anfängliche Muskelkater hat sich aber schon nach 2 Tagen wieder gelegt. Eigentlich hat alles gut mitgehalten, kann man sagen. Wir hatten nicht so die Probleme, die man sonst oft hört, von wegen Blasen am Po. Wir haben eigentlich gut durchgehalten. Draufgesetzt und gefahren. Und es klappte. Die jeweiligen regionalen Sehenswürdigkeiten in Stadt und Land lassen sich ja vom Fahrrad aus trefflich genießen. Das heißt, wenn es nicht gerade wie aus Kübeln schüttet oder ein permanenter Gegenwind die Tour zur Tortur macht. Bisher aber hat das Wetter gut mitgespielt. Da heißt es schon ab und zu die Zähne zusammenbeißen und überhaupt mit einer Luxusreise hat das alles wenig zu tun. Übernachtet wird im Freien ganz spartanisch. Das Dach über den Kopf ist also immer dabei und so sind mit jedem der Räder an die 50 Kilo zu bewegen. Jeden Tag über 100 bis 150 Kilometer. Der Motor des Ganzen steckt im Sinn und Zweck und der artikuliert sich auf den ausgewählten Seenotkreuzerflaggen, auf denen sich echte Promis verewigen. Wir haben Heino getroffen. Harald Schmidt. Das Team der Lindenstraße. Michael Mittermeier. Atze Schröder. Chris Hauland. Grit Böttcher. Ja, genau. Es kommt noch Sabine Christiansen. Peter Lustig. Und Brigitte Mira. Genau. Waren noch einige andere. Ja. Gerald Asamoah ist vielleicht jetzt ganz aktuell. Den haben wir schon. Den haben wir schon. Ja. Wir haben viele. Wir haben eigentlich schon eine ganze Menge, irgendwie schon über 20 Unterschriften, ja. Die Fahnen sollen schließlich den Erlös für die Aktion bringen und der geht dann an die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger. Dass dabei das Radlergespann Schiffbruch erleidet, ist wohl nicht zu erwarten, denn die fahren und fahren und fahren. Vielleicht braucht der eine oder andere in seinem Urlaub ja auch mal Unterstützung der Seenotretter, wenn er mit seinem Schlauchboot auf große Fahrt geht. Und dann ist es gar nicht so abwegig, dass die Seenotretter hier bei den Süßwassermatrosen um Spenden bitten. Und nun weiter.